Cristobal Zunun ist seit 2 Jahren in der Gemeinde und im letzten Jahr der Hochschule. Er will studieren und eine Firma gründen, um seiner Familie zu helfen. Sein Vater ist Bauer und seine Mutter ist Hausfrau von Cristobal und 8 weiteren Kindern. Cecilia Paquin-Koch besucht als älteste von 8 Kindern die 3. Schule des guatemaltekischen Schulsystems. Ihre Eltern haben wenig Geld, weshalb sie nur dank des Stipendiums der Organisation Rosa A. Austria die Möglichkeit bekommt zu studieren. Sie möchte studieren, um arbeiten zu können und somit ihren Eltern zu helfen. Jacqueline Paola Virula Estrada ist 15 Jahre alt. Ihr Vater verließ die Familie, als sie noch klein war. Jetzt ist sie alleine mit ihren Geschwistern, wenn ihre Mutter arbeitet. Sie will einen Abschluss bekommen, um ein gutes Beispiel für ihre Geschwister zu sein, um Arbeit zu finden und somit ihrer Mutter zu helfen. Rosa Micaela Bosel Solis hatte Glück, ein Stipendium zu bekommen. Ihr Vater ist gestorben, als sie 9 Jahre alt war. Sie arbeitet halbtags, um ihrer Mutter und ihren 7 Geschwistern zu helfen. Rosa will ihren Abschluss machen, um arbeiten zu können und ihrer Familie zu helfen.